Doch, wir kommen zurück. LS 19. Nächster Auftrag, Feldgrubbern. Machen wir. Bisschen Geld haben wir verdient. Bisschen repariert habe ich. Jetzt grubber ich dem KI-Bauern das Feld hier. Ich habe natürlich vergessen, mein Lenkrad und Controller-Zeug wieder zu deaktivieren. Das Tastaturproblem, das haben wir halt noch, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Danke. Verstehe es nicht. Manchmal fährt er echt gut zu und manchmal dann reagiert er wieder überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist mir unerklärlich. Egal. Machen wir ihm. Hallo. Machen wir. Das sind so irgendwie ganz komische Nuancen, wo man dich treffen muss, dass es klappt. Also das hat er irgendwo eine Matsche. Keine Ahnung. Ja, jetzt bereite ich mir das vor und dann lasse ich ihn Helfer fahren. Auch wenn der mich wieder vielleicht 5.000 kostet, ich krieg 16.000 für das Feld, das sind trotzdem 10.000 Reingewinn. Mehr, ne? Passt schon. Ist okay. Wobei ich die Helferkosten teilweise zu übertrieben finde. Aber ich glaube, dazu hatte ich auch schon was gesagt. Welcher Helfer verdient in einer Stunde bitte 1.000 Euronen? Also, da würde ich aber sofort landwirtschaftliche Helfer machen, wenn ich dafür in der Stunde 1.000 Euro kriegen würde. Sofort, auf geht's. Bin ich dabei. Ein schlechter Witz. Naja. Jo, ansonsten haben wir alle Felder fertig besät. Auch Feld 2 ist jetzt Hafer drin. Dann kann das losgehen. Schauen wir mal. Wie gesagt, der Flug soll es dann irgendwann mal werden, aber der große, ne, der ist cool gerade hier für die NF. Aber erstmal ist vielleicht wichtig, die Dieselfabrik als allererstes, vielleicht sogar vor Feld 3. Und die kostet leider halt schon 400.000. Ne? Ich könnte es mir jetzt leisten, aber ich möchte halt wegen einen Puffer trotzdem drin haben. Also warten wir erstmal. Das wird noch nichts. Ja. Wir kommen jetzt vielleicht morgen auf 650.000. Vielleicht 700.000, wenn wir Glück haben. Und haben wirklich schöne Missionen noch. Was wir düngen sollen und sonst was machen. Weil Düngemissionen holst du echt das meiste raus. Selbst mit Helfer. Das ist okay. Das passt schon. Und dann schauen wir weiter. Vor allem, wenn ich jetzt fertig bin hier mit dem Feld. Dann ist mein Drescher und mein Grubber wieder total im Arsch. Drescher ist recht mein Schlepper. Und mein Grubber total im Arsch. Muss ich eh wieder reparieren. Das habe ich dann durch die Kosten auch noch. Also mehr wie 10.000 hole ich nicht raus. Vielleicht 8.000. Gut, ist auch ein Bonus, ne? Für ein bisschen Arbeitszeit. Alles in Ordnung. Aber man muss mal halt alles mit einberechnen. Also das sind keine Gewinne von was da steht, 16.000 Euro, die man als Belohnung kriegt. Nein. Das ist der Umsatz, aber nicht der Gewinn. Der Gewinn, der liegt dann nur bei 8.000. Das ist die Hälfte. Und teilweise ist es nicht mal das in der Realität. Ne? Es ist immer schön, wenn die Leute ihre Umsätze veröffentlichen, ob das jetzt Aldi ist oder die Autohäuser oder das ist ja wurscht wer oder Adidas oder was. Ne? Man wird sich aufgeregt und gewundert, mein Gott, so viel. Ja und, das ist der Umsatz, das ist nicht der Gewinn. Da geht Lohn ab, da gehen Lagerhaltungskosten ab, da geht das ab, das ab, das ab, da gehen Steuern ab. Was bleibt übrig? Die Hälfte vielleicht. Nicht mal. Trotzdem machen sie Gewinn, ist klar. Aber, sonst würden sie zumachen, dann würden sie pleite machen, wenn sie keinen Gewinn machen würden. Na, ganz abgesehen davon, egal wer es jetzt ist, Adidas, Puma, wie auch immer die alle heißen, die produzieren doch eh nicht mehr in Deutschland. Das ist doch Quatsch. Ja. Die haben da ihre Lager und ihre Bürologistik, alles andere ist im Ausland. Wahrscheinlich in China oder sonst wo. Oder Taiwan. Schön günstig. Kostet nichts. Ist eigentlich eine Frechheit, das noch ein deutsches Produkt nennen zu wollen. Das ist genauso mit Autos. Sind auch keine deutschen Produkte mehr. Es wird nicht mal in Deutschland zusammengebaut. Weil die Teile kommen sowieso nicht aus Deutschland, das kannst du fett vergessen. Die kommen sonst woher. Und zum großen Teil wird es nicht mal in Deutschland zusammengebaut. Da ist vielleicht eine Endkontrolle in Deutschland, ja. Und das war's dann. Und dann geht er raus. Viel Spaß. Da hast du deinen Mercedes. Ja, toll. Made in, keine Ahnung, Singapur. Also ganz bestimmt nicht made in Germany. Made in Germany war mal ein Qualitätssymbol, schon lange vorbei. Entfällt. Ja, ist ein bisschen beschissen berechnet, aber ist egal, weil der berechnet ja auch ganz komisch. Wahrscheinlich muss ich nur zwei, drei Bahnen, kann ich ihn wahrscheinlich komplett auslassen und er sagt, das ist schon fertig, das Feld. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ne? Vielleicht sogar mehr. Das ist der Hammer. Beim Flügen war das so krass. Da waren, glaube ich, 4, 5 Bahnen noch übrig gewesen und er hat gesagt, das Feld ist beendet.
Feld 16. Das war aber auch schwer nervig. Das war das, wo ich so rumgeflucht habe. Ne? Das ist schon ein paar Folgen her. Hier sieht man, oh, sieht es scheiße aus. Das sieht man ganz krass. Da ist die Karte zu Ende. Ne? Ja, da ist es einfach nur eine aufgeklebte Tapete. Ja, das sieht natürlich richtig scheiße aus. Das sollte man nicht wirklich ranfahren und sich das anschauen, weil, ja. Naja, egal. Machen wir uns mal keine Gedanken drüber. Aber es sieht hässlich aus. Natürlich, die anderen Bäume, die man fällen kann, die haben eine Textur. Die haben ein komplettes 3D-Modell. Ach komm, bitte, Junge. Die haben ein komplettes 3D-Modell, ne? Alles gut. Aber die halt nicht. Oh Gott. Warte mal, das nehmen wir mal als Screeny. Das sieht ja so geil aus. Nicht. Das wird das Thumbnail. So scheiße, wie das aussieht. Geil. Ja, es sieht schon ein bisschen schlecht aus, ne? Aber gut, es ist einfach und bequem. Da mache ich mir auch keine Vorwürfe dem Fat Action, dem Daniel. Ist ja normal. Würde ich bestimmt nicht anders machen. LS ist halt so. Du hast keine Wunderschöne. Das hier sind auch nur Tapeten. Das siehst du teilweise. Diese Büsche sind nur Tapeten. Klar knicken die dann um und was, wenn du dagegen fährst. Aber das sind keine kompletten 3D-Modelle. Absolut nicht. Naja. Ich könnte es nicht besser. Ich hätte die Zeit nicht, keine Lust dazu. Also was soll's. Komm, fahr zu. Mach jetzt keinen Unsinn. Mach jetzt bitte keinen Unsinn und fahr zu. Fahr doch zu. Ich habe die Taste komplett. Fahr doch bitte zu. Meine Fresse, es nervt. Oh, ich muss mir echt in 2 Wochen eine neue Tastatur kaufen, wenn das Geld da ist, ehrlich. Das nervt ja. Auch wenn es nochmal 100 Euro sind, die ich ausgeben muss, mein Gott, was soll's. Spiele gibt es dieses Jahr keine, habe ich schon festgestellt, das kann man vergessen. Ich habe genug. Ich habe noch zum Geburtstag was gekriegt für die ganze Community. Und vielleicht ist es auch nur auf dem Mario sein Mist gewachsen, weiß ich nicht, ist ja egal, auf jeden Fall nochmal danke. Na, also ich habe genug zu zocken. Ich könnte Fallout 4 mal anfangen zu zocken, eigentlich müsste ich Fallout 3 noch zocken. Problem ist halt, dass ich mir meine Spiele immer so vermotte. Und mittlerweile unter Windows 10 geht es gar nicht mehr gut. Da geht überhaupt nichts mehr. Aber ich würde schon gerne ein paar Sachen reinnehmen. Naja. Das Beautification Project, da kann man vielleicht drauf verzichten. Mein Gott, das ist okay. Was soll es? Dann lassen wir da die viele dieser Meshes und was weg. Der bewegten Polygone bei den Modellen. Na, dann sind die Figuren halt nicht ganz so schön. Mein Gott, das Spiel ist wie alt. Einige Jahre. Ja, weit über 10, glaube ich sogar. Ist doch egal. Weit über 10, Quatsch, übertreib's nicht. Wann kam Fallout 3 raus? Kam das vor Skyrim raus? Bin mir gerade gar nicht sicher. Na, ist ja egal, auf jeden Fall. Ne? Es ist selbe Engine, was siehst du deutlich, ist Bethesda. Aber es ist ganz schön, es ist schon trotzdem lustig. Man kann sich's auch so noch angucken. Ein paar Texturen müsste man vielleicht schon verschönern. Aber alles jetzt nicht zwingend. Ich kann gleich mal zu den Bäumen gucken, was die gemacht haben. Vielleicht haben die ja in den 3-4 Stunden auch noch was gemacht. Oder besser gesagt in den 6, weil es heute Mittag waren die ja schon auf so der zweiten oder dritten, na, auf der dritten Wachstumsstufe schon. Also die sahen schon ganz schön cool aus. War endlich als Bäume zu erkennen auch. Ne? Auch wenn es kleine Bäume waren, ganz klar. Ja, hier, also das, die Bäume sehen schon besser aus. Ne? Ich meine, die sind auch nicht super, aber die sehen schon besser aus, weil es eben 3D-Modelle sind. Aber da die Tapete gerade, sah ja furchtbar aus. Geil. Naja, egal. Was ganz schön ist irgendwie, so dieses Spiegeln oder dieses Durchscheinen vom Wasser und so, das finde ich ganz witzig, was man hier so sieht. Ich weiß nicht, ob das im 17er schon so war. Also das sieht ja ganz cool aus. Also auch seine Gräben werden definitiv als Wasser angezeigt, ne? Weil es wird ja klar, ganz klar gesagt, wenn man reinfährt, fahre nicht zu tief ins Wasser. Das war im 17er nicht bei jedem Graben so. Und auch bei ein oder zwei Seen nicht. Die haben dann zwar so reagiert und du kommst nicht mehr raus, aber sie waren nicht als Wasser definiert. Vor allem der Teich, glaube ich, bei der Bäckerei, also der war komisch. Du konntest da reinfahren bis zum geht nicht mehr und der hat sich nicht beschwert oder was. Oder war das auf der Los Hügelland, wo man so reinfahren kann? Ach, das kann auch sein. Ja, ich glaube, da war das auch so. Da konntest du aber auch, glaube ich, kein Wasser rausziehen. Der hat nichts davon Wasser gesagt. Ne? Fand ich schon ein bisschen krass, aber naja. So, ich denke, ich muss... Ach komm, bitte. Ich
denke, ich mache ihm 3 Vorgewände, sonst kriegt er das eh nicht auf die Reihe. Ja, und dann ist natürlich das zweite Problem, dass ich jetzt im Moment noch hin und her wackel, weil ich ja die Controller noch nicht deaktiviert habe. Das habe ich natürlich auch vergessen, weil ich so ganz intelligent bin. Das ist natürlich klasse. Ja, wie gesagt, machen wir das noch. Es wird mich ein Heidengeld kosten für den Helfer, aber bevor ich mich da jetzt eine halbe Stunde hinhocke oder länger wahrscheinlich und das hier fertig mache, mache ich in der Zeit lieber ein bisschen was anderes. Da habe ich, glaube ich, mehr davon. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich auch was anderes machen könnte. Und das ist die zweite Sache. Ich weiß gar nicht, kann man aber was anderes machen. Ach, jetzt bin ich in der Cockpit-Ansicht. Ach komm, was weiß ich, fahr mal rüber in der Cockpit-Ansicht, wenn wir irgendwann mal zum Fahren kommen. Meine Schräglage und so, das ist alles schon cooler gemacht. Das ist schon besser als das 17er war, ne? Das Optische. Dass man leicht geneigt ist in seinem Schlepper und was, alles in Ordnung. Oder auch die Suspension. Oh! Die Cabin Suspension und so, also auch das ist. Braucht man sich nicht beschweren, ist alles besser als ein 17er. Aber so viel Unsinn dabei, den sie groß beworben haben, naja. Was soll's. Eingefahren. Naja, ich habe einen leichten Drall in irgendeine Richtung immer. Ich krieg die nicht ganz genullt, das Lenkrad. Sehr empfindlich. Uiuiui. Sehr empfindlich. Was war denn das jetzt? Ja komm, fahr. Du schaffst es schon. Ich bin gespannt, wie gut ich morgen schlafen kann. Wir haben jetzt den ersten heißen Tag. Morgen geht's vielleicht noch. Ich denke, ab übermorgen wird es langsam ekelhaft. Ich meine, der Rechner läuft ja lange nicht mehr so durch wie früher. Muss er ja nicht, weil ich ja eben das vernünftige Internet habe. Seit... Ist es jetzt schon mehr als ein Jahr? Ich überlege gerade. Oder ist es noch gar kein Jahr? Ich glaube, das ist noch gar kein Jahr, oder? Ich glaube, das ist noch gar kein Jahr. Das war im Oktober erst. Cool. Ja, also wir haben seit Oktober praktisch eben das bessere Internet. Das heißt, also im Sommer letzten Jahres lief der Rechner teilweise noch tagelang durch. Das habe ich ja jetzt nicht mehr. Das ist natürlich schön. Ja, da kann nämlich das Zimmer auch ein bisschen auskühlen, wenn es denn mal nachts abkühlt. Das ist halt das Zweite. Wenn es Nachttemperaturen von über 20 Grad hat, dann kühlt halt auch nichts mehr ab. Aber das ist schon ganz praktisch, weil was so ein Rechner an Hitze abgibt, ist schon krass. Der Rechner selber wird ja nicht heiß, ist alles gut. Er erreicht maximal unter Volllast 60 Grad vielleicht maximal. Ja, glaube ich nicht einmal, weil das wäre schon gefährlich. Aber ich glaube 45 habe ich mal gelesen irgendwas, das da stand, als ich noch die Temperaturanzeige hatte bei dem alten. Komm, fahr zu bitte, bitte. Hallo, fahr bitte zu. Was ist denn jetzt? Es nervt. Fahr jetzt! Als ich noch die Temperaturanzeige bei dem alten hatte, bei dem alten Board. Ja, da habe ich mal gelesen, was von 45 Grad. Okay, da lief er aber voll durch dann auch schon. Aber der schaufelt ja, sage ich mal, 50% der Wärme nach außen ab. Ja, also ich komme hier praktisch zu der Raumluft, die eh schon da herrscht. Über 20 Grad an Temperatur dazu und das die ganze Zeit immer wieder. Das heizt sich also auf bis 30, sagen wir mal. In dem Zimmer hier waren teilweise echt über 30 Grad, da war es heißer als draußen. Das war richtig eklig. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ja, mit rechts kriege ich es besser reingedrückt, warum auch immer. Vielleicht muss man es leicht nach links drücken, damit es besser geht oder so. Das schaffe ich natürlich mit rechts eher als mit links. Naja, egal. Ist ja auch. Ist jetzt wurscht, was soll's. Ich brauche eine neue Tastatur, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wann das der Fall ist, weiß ich noch nicht. Dass es eine neue gibt. So, und jetzt lass meinen Helfer fahren.
gucken, ob der drüben wenden kann, auch mit zwei Vorgewenden nur, wahrscheinlich nicht. Aber das können wir ja dann rechtzeitig, ja, ich will es nicht abhängen. Ich habe die falsche Taste berührt. Das können wir dann rechtzeitig korrigieren, wenn wir sehen, dass es nicht klappt. Und dann lassen wir den Helfer fahren, lassen den schönen 5000 Euro kosten. Ich finde das eine Frechheit. Das kann man bestimmt einstellen, aber ja, ich müsste mich ja reinfuchsen, wie und was. Ob ich da überhaupt Bock drauf habe, weiß ich nicht. Will mal gucken. Aber es, so generell finde ich es einfach eine Frechheit, was sich Giants da einfallen lässt. Wo gibt es das, dass man solche Kosten hat? Ne? Selbst wenn der 100 Euro in der Stunde kriegt und ich extra Kosten bezahlen muss und habe noch eine Versicherung für irgendwas, dann kostet mich das 250 Euro, aber nie im Leben 1000. Ja, also das ist ein Witz, das ist ein schlechter Witz. 1000 Euro in der Stunde, mindestens. Meistens ist es ja mehr. Also ich weiß nicht, was der Blödsinn soll, ehrlich nicht. Ich weiß nicht, wer sich so ein Blödsinn einfallen lässt dabei Giants. Weil, vielleicht ist es in der Schweiz so. Dann gehe ich sofort in die Schweiz in der Landwirtschaft arbeiten, wenn man da 1000 Euro kriegt. Oder selbst wenn es nur 500 sind in der Stunde, voll geil. Mache ich sofort. So, komm, fahr. Viel Spaß. Und wir sehen ja jetzt, was der hier kriegt praktisch. Pro Sekunde kriegt der einen Euro ungefähr. Was soll das? Das sind 3600 Euro in der Stunde. Das kann doch nicht normal sein. Naja. Bin gespannt, wie weit das jetzt runtergeht. 18.24 Uhr haben wir jetzt. Jetzt schauen wir mal, was es dann kostet. Um 19 Uhr ist ja die Aktualisierung, was mich bis dahin schon der Helfer gekostet hat. Da bin ich echt gespannt. So, jetzt bin ich auch gespannt, ob der einigermaßen klarkommt da drüben mit Wänden. Ich nehme an, eher nicht. Ja. Ansonsten können wir uns mal kurz unsere Felder anschauen. Wir müssen jetzt halt ein bisschen blöd nach oben switchen, weil ich kann nicht rauszoomen. Ne? Das ist wieder wegen der angeschlossenen Controller. Geht nicht. Ja, hier haben wir vergessen, ist nicht schön gemacht. Hier unten ist teilweise nicht schön. Hier war er leer, da hat er komplett vergessen dann. Ach, das hat er jetzt mitgemacht. Okay, ist dann doch gedüngt. Also ist komplett gedüngt. Feld 2 sind natürlich leichte Lücken drin. Da habe ich irgendwo Scheiße gepflügt. Ist egal, ist nicht schlimm. Feld 1 habe ich ja gar nicht gepflügt, hat man ja schon gesagt. So, Wachstum, wie sieht's aus? Ja, ist nichts passiert. Aber ist genauso, wenn ich den Pflug rausmache, ist genauso gedüngt, brauche ich nichts machen. Unkraut ist aus, das passt sowieso. Ja, mal kurz gucken. Stimmt doch, oder? Unkraut aus, ja. Das finde ich ein bisschen... Diese Unkraut-Idee an sich finde ich gut. Die Umsetzung ist scheiße. Ganz einfach. Was soll's. Also, mal lassen wir es aus. So schön wie die Idee ist. Das muss ich nicht haben. So, jetzt gucken wir uns das noch an. Da bin ich noch gespannt, ob er da drüben überhaupt zum Wenden kommt, ob er das auf die Reihe bringt. Wenn nicht, dann bereite ich ihn das schnell vor. Und dann wird es das aber hier auch schon wieder gewesen sein. Also wir haben praktisch ja, 9000 Euro Gewinn gemacht. Ich habe da natürlich ein bisschen was eingekauft. Unter anderem hat natürlich der Düngerweg 2,5 Bahnen nicht gereicht. Da habe ich nochmal ein 4000er Paket Dünger gekauft. Das mir natürlich jetzt auch ein bisschen länger reicht. Da sind jetzt wahrscheinlich noch 3000 oder so drin. Ist okay. Nee, Quatsch. 2000. Wie viel Dünger geht rein? Ah, Quatsch, 1000 maximal. Ja. Ich muss gerade überlegen, ob ich total einen Blödsinn erzähle. Ich glaube, ich habe das Paket komplett reingeballert und es ist nicht voll. Es ist nur bei 81% gewesen. Naja, ist ja wurscht, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch ein bisschen was an Dünger. Passt schon, ist ja wurscht. In der Drille. Und notfalls kann ich ja eine Mission machen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich ja gespannt. Kriegst du das auf die Reihe? Nee, das ist zu knapp. Er schafft es zwar gerade so, aber das ist mir zu knapp. Lass gut sein. Ich fahre dir da was anderes. Ich fahre dir da noch eine weitere. Das kriegst du nicht auf die Reihe, du bist zu blöd. Irgendwann landest du dann doch im Wasser. Nehmen wir halt die rechte Hand, wenn die besser geht. Wenn ich, ja, rechts ist halt doch meine Arbeitshand. Vielleicht komme ich damit auch weiter rein. Dass man die Tastatur einfach so weit reindrücken muss, die Taste. Das kann schon sein. Wie gesagt, sie ist kaputt. Ist halt ganz einfach so. Sie hat einen absoluten Matscher. Ist ein bisschen schade, weil sie ist noch keine 2 Jahre alt. Aber ich
habe, glaube ich, auch den Beleg nicht mehr, weil ich denke mal, an der Tastatur denke ich an sowas nicht. Das ist mir ein bisschen zu dämlich. Außerdem, wenn die Spuren in der Tastatur sehen würden, würden die auch sagen, vergiss es, Junge, du kriegst keinen Cent. Es ist immer, immer säuft und frisst am Rechner, naja, gut. Ja, was da so alles in der Tastatur landet, das ist dann auch nicht so gut. Kann man ja einfach sagen, wie es ist. Ich putze zwar, aber trotzdem, kannst du vergessen. Egal, haben wir uns keinen Kopf. Fahren wir jetzt zurück. Und dann stellen wir einen Helfer ein. Kriegt man das letzte Stück da noch weg? Ja. Ella Badge. So, lass mal wieder zurückfahren. Das geht schneller, wenn wir eine hochziehen. Auch wenn ich dann Spuren hier hinterlasse, ist mir ja wurscht. Es zählt trotzdem was gekrubbert. LS zählt ja keine Bodenverdichtung oder so, das interessiert ja niemanden. Hatte ich auch schon mal festgestellt, Soil Mod, den gab es nur im LS15, danach nie mehr. Wahrscheinlich war der echt nur was für Hardcore-Freaks und alle anderen haben das einfach nur fürchterlich gefunden und dann, ja, wurde das halt verworfen, das für den 17er nochmal zu machen. Schade, ich wäre so ein Freak gewesen, ich würde es benutzen. Da musst du ein bisschen reinfuchsen, da musst du mich echt auch auf Feuchtigkeit und alles achten. Aber es war lustig gemacht, die Idee. Aber gut, was soll's. Machen wir uns keinen Kopf. Lass mal den Helfer fahren hier. So, jetzt darfst du. Jetzt müsstest du es hinkriegen. Ist auch sowas, das ist eigentlich kein Grubber, das ist eine Scheibenegge, ne? Weil ein reiner Grubber wäre ein Sauzahn. Ja, das wäre ein Sauzahn, wie du im Garten auch hast. Ja, gibt es im Garten als ein- oder drei Reiher. Und hier auf dem Feld hast du natürlich größere Reihen. Da hast du meistens so als 10 Reiher oder so. Gibt es ganz normal, ist ein Sauzahn. Es wäre ein Grubber. Und die anderen Dinger hier, diese Scheibenecken und so, ja, okay, das kann sein, dass zur großen Familie der Grubber zählt, aber wird normalerweise trotzdem unterschieden, dass es eben eine Scheibenecke ist. Und ich glaube, hier im LS 19 ist es sogar so, dass du unterscheiden kannst. Ich glaube, ich habe nämlich keinen Grubber. Ich habe tatsächlich eine Scheibenecke mir gekauft. Und keinen Grubber. Oder Kreiselecke. Ne, eine Scheibenecke. Horst, da, Horst Joker, da ist er doch. Ist eine Scheibenecke. Zählt natürlich als Grubber, ist ganz klar. Aber ist hier echt schön unterschieden. Jetzt müssen wir mal gucken, Grubber, haben wir einen reinen Grubber? Ja, da. Ja, und das sieht man es auch, ne? Aber auch die passen nicht, weil das sind auch so Rollen. Das ist das Richtige, genau. Das sind so Sauzähne, ja. Ja, da sieht es so aus, wie wenn auch so Sauzähne so leichte dran wären, die vorne hergezogen werden. Und hinten kommen dann nochmal Kreiselecken mit dran, Scheibenecken. Das sieht richtig aus. Das ist auch sowas, der Tiger. Ja. Das ist auch ganz klar ein Sauzahn. Ja, die anderen sehen ein bisschen komisch aus teilweise. Den habe ich, glaube ich, im 17er, den Bettnar. Ja, passt schon. Also funktioniert einwandfrei. Er kommt jetzt hier auch klar, macht mir das Feld. Ich habe hier also bei 21%igen Fortschritt bei seinem Lohnauftrag. Seine Ernte kann er alleine machen, säen kann er auch alleine machen, brauche ich alles nicht, danke. Feld 12 ist wahrscheinlich relativ groß, deswegen kostet es so viel, gibt es so viel Bonus, aber du musst wahrscheinlich auch erstmal Saatgut kaufen, ohne Ende. Vor allem, wenn ich mein eigenes Saatgut nehme, dann muss ich ja wahrscheinlich auch. Ja gut, wenn ich den Helfer, der Helfer hört auf. Ich selber, könnte ich weiter drillen, auch ohne Dünger? Das ist die Frage. Weil der Helfer akzeptiert es nicht. Wenn die Drille Dünger drin hat, will er den auch drin haben, sonst fährt er nicht. Ja, sonst beendet er den Auftrag, das ist das Problem. Ja, Feld 19 ist auch wahrscheinlich relativ groß. Nee, das ist Quatsch. Das macht man nicht so Blödsinn. Das ist mir zu dumm. Ich sag hier trotzdem mal danke fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung. Also wieder bei weiter Lohner-Missionen. Feld 1 und 2 sind besät mit Hafer. Gewachsen ist da noch nichts. Feld 1 war heute Mittag, glaube ich, fertig. Und Feld 2 eben jetzt heute Abend. Das ist ein Unterschied von 5 Stunden ungefähr, den wir dazwischen haben. Das ist ganz schön. Das bietet mir die Gelegenheit, dann mit der Ernte hinterherzukommen. Gerne Bewertung, gerne einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part. Auf jeden Fall am nächsten Tag. Hopefully mit einer Düngermission. Und noch ein bisschen anderer Blödsinn. Mal schauen. Wir könnten jetzt schatzeshalber noch schnell zu den Bäumen gucken. Das können wir eigentlich machen. Es wird gerade schon dunkel. Ja, den lasse ich jetzt einfach mal rotzfrech hier stehen. Wie kaputt ist denn der? 11% der Streuer. Den lassen wir mal stehen. Der Dreckschlepper ist in Ordnung. Das ist in Ordnung.
Hier ist alles so bei 1%, 0, noch was. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir schnell nach den Bäumen. Ja, ne? Doch. Aber die sehen komisch aus. Das sind nämlich dann so zerrupfte. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ja, hoffentlich werden die schön groß, weil, aber die müssen wohl in Harvester reingehen, weil man kann ja nur Bäume anpflanzen mit der Maschine, die auch in Harvester reingehen. Naja gut, man wird ja vielleicht trotzdem damit klarkommen. Also ich finde, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, als die langsam groß werden. Weil das sind alles schon meine eigenen Gesetzten. Aber warum die so verkrüppelt sind, weiß ich nicht. Früher waren die anders. Ne? Früher waren die praktisch so, dass die nach unten weggegangen sind, ne? wie eine Fichte. Und das sieht ja eher aus wie eine Kiefer. Na gut, was soll's. Also so meine ich, wie die hier sind. Wir sehen uns.